Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Heute, wie versprochen, Geschichten und Märchen aus Tausend und einer Nacht. Und da habe ich euch eine sehr schöne ausgesucht. Mir gefällt sie. Und sie ist einfach wunderbar. Das ist die Geschichte von dem Dieb und der Frau. Es war einmal ein sehr feiner Dieb. Der hatte die Gewohnheit, sich stets von anderen Dieben entfernt zu halten, damit er nie mit ihnen verwechselt wurde. Auch stahl er nie in seiner Nachbarschaft. Dieses Handwerk trieb er so im Verborgenen, dass niemand den mindesten Verdacht haben konnte. Da fügte es sich einstens, dass er bei Nacht zu einem bettelarmen Mann eindrang, den er aber für reich hielt. Da er indessen nicht das Mindeste bei ihm fand und er sich fest vorgenommen hatte, heute noch einen guten Fang zu tun, weckte er ihn in seinem Grimm, den Mann, welcher neben seiner Frau schlief, auf und verlangte von ihm, er möchte ihm seinen verborgenen Schatz anzeigen. Hä? Dieser Mann hatte nun keinen Schatz vorzuzeigen. Allein der Dieb glaubte ihm nicht, sondern drang in ihn mit Drohungen und Prügeln, so dass der Mann in seiner Angst ausrief, »Ich schwöre dir, dass ich meine Frau verstoßen will, wenn ich die Unwahrheit sage!« »Wehe dir!« rief die Frau. »Du willst mich verstoßen, da doch der Schatz in der Kammer ist!« Sie nötigte hierauf den Dieb immer mehr auf, ihren eigenen Mann loszuschlagen, damit er ihm den Schatz anzeigte. Der Dieb ließ sich nicht sehr bitten, sondern schlug zu, bis ihm der Mann die Kammertüre öffnete, in welche er sich mit ihm stürzte, um den Schatz herauszuholen. Als er nun in der Kammer war, warf die Frau schnell die Türe, welche zum Glück sehr fest war, hinter ihm zu und schloss sie ab. Was denn jetzt? Dann rief sie dem Dieb zu. Wehe dir, du Tor, du Bösewicht! Nun ist deine Stunde gekommen, denn ich werde den Häschern der Nacht Bescheid sagen, sie herbeirufen, damit sie dich ergreifen. Und dann wirst du dein wahres Wunder erleben. Gewiss, es kostet dich dein Leben, du Satan. Da sprach der Dieb zu ihr. Lass mich los, dass ich heimgehe. Du bist ein Mann, rief sie ihm zu. Und ich eine Frau, eine schwache Frau. Du hast in deiner Hand ein Messer und ich fürchte mich vor dir. Nimm mir das Messer ab, rief er, der Dieb, indem er es unter die Türe durchsteckte. Als sie nunmehr das Messer hatte und sie daher für das Leben ihres Mannes nicht mehr besorgt sein durfte, rief sie ihrem Mann, der mit in der Kammer war, zu, bist du denn ein Weib oder ein Mann? Haue doch derb auf ihn zu, wie er auf dich zugeschlagen hat. Und wenn er es wagt, nur die Hand gegen dich auszustrecken, so schreie ich und rufe alle Häscher des Stadtviertels zusammen. Nunmehr fing der Mann an, auf den Dieb zu schimpfen und ihn mit einem Knotenstock derb durchzuhauen. Der Dieb dagegen schrie nach der Frau um Hilfe und bat sie um Rettung. Doch sie rief ihm zu, »Warte nur, es wird noch Ärger kommen!« Der Mann, welcher indes nicht aufhörte zu schlagen, wurde nunmehr von seiner Frau befragt, »Ach, lieber Mann, wie viel sind wir wohl Mietzins dem Hausherrn für unsere Wohnung schuldig?« »Wir haben nichts und der Zins wird schon hoch angelaufen sein.« Bei diesen Worten hatte der Mann aufgehört, den Dieb zu schlagen,
welcher sich nur, um loszukommen, jetzt nach dem Belauf der Miete erkundigte. Der Mann meinte, sie könne wohl 80 Drachmen betragen. Das will ich dir bezahlen, rief der Dieb. Lass mich nur los! Lieber Mann, fuhr die Frau weiter fort, wie viel sind wir nun dem Bäcker schuldig und dem Grünzeughändler? Auch das will ich dir bezahlen. Wie viel beträgt es? Rief der Dieb. 120 Drachmen, sprach der Mann. Das wären zusammen 200 Drachmen. Gut, 200 Drachmen, aber lass mich nur los! Ach, lieber Mann, fuhr die Frau fort. Und unsere liebe Tochter? Die ist groß. Wir müssen sie verheiraten und ausstatten. Wie viel brauchst du dazu? Naja, zum wenigsten 100 Drachmen. Das macht zusammen 300 Drachmen. Ja, 300 Drachmen. Ach, lieber Mann, unterbrach ihn die Frau. Wenn die Tochter wird verheiratet sein, braucht sie das Geld zu ihren Ausgaben für den Winter, zu Kohlen, Holz und anderen Bedürfnissen. Nun, was verlangst du denn dafür? Rief der Dieb. 100 Drachmen, erwiderte sie. Nunmehr bin ich euch 400 Drachmen schuldig. 400 Drachmen! Ach, du lieber Dieb, rief die Frau. Mein armer Mann braucht ein kleines Kapital, um Waren zu kaufen und einen Laden zu eröffnen. Und wie viel macht das? Fragte der Dieb. 100 Drachmen, war die Antwort. Ich will meine Frau dreimal verstoßen, schwur hier der Dieb, wenn ich so viel besitze. Das sind überhaupt meine ganzen Ersparnisse seit 20 Jahren. Lass mich nur los. Ich will euch alles geben. Ach, du Tor, rief sie aus. Wie kann ich dich laufen lassen? Das sind bloß leere Redensarten. Gib uns nur ein sicheres Zeichen, sagte die Frau. Sie rief hierauf ihre Tochter und befahl ihr, so wie ihrem Mann, die Türe genau zu bewachen, bis sie zurückkommen würde. Und sie selbst ging zur Frau des Diebes und benachrichtigte sie von der Lage ihres Mannes, dass man ihn festhalte und man ihn ohne 700 Drachmen nicht loslassen würde. Zugleich übergab sie ihr das Zeichen ihres Mannes. Und nunmehr zahlte diese die verlangte Summe aus. Sie nahm die 700 Drachmen in Empfang und kehrte in ihr Haus zurück, wo sie bei anbrechendem Morgen anlangte und dem Dieb seine Freiheit schenkte. Geh, geh! Danke, danke. Liebster Freund, rief sie im Weggehen dem Dieb zu. Wann sehen wir dich wiederkommen, um den Schatz zu holen? Du Schuldenbock, erwiderte er. Wenn du wirst wieder 700 Drachmen nötig haben, um deine Schulden zu bezahlen und die Angelegenheiten deiner Familie in Ordnung zu bringen. Und hierauf machte er sich davon und konnte kaum an seine Rettung glauben. Und er ward nie wieder gesehen. Nun, Freunde, das war die Geschichte von dem Dieb und der Frau. Hat sie euch gefallen? Okay, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss, euer Ingo.